Solltet ihr mich jetzt wieder live hören. Sofern ihr F5 drückt. Tequila und so. Hallo. Ich mag diese Verzögerung nicht so sehr. Will ja mit dem Chat interagieren können, wenn er schreibt. Naja. Dann verbinden wir schon mal mit dem Internet. Dann schauen wir mal. Ja. Ich weiß nicht. Ich denke, wir gehen dann in den Raid, wenn ich einen finde. Sind hier Event-Raids irgendwie angezeigt auf der Karte? Es muss ein Drachen-Raid sein. Das Ganze läuft über das ganze Wochenende. Das könnte einer sein. Was? Was? Fee? Warum Fee? Ja. Ich dachte, es wäre Drachen. Ich dachte, die sind immer Drachen. Die Gluraks. Oder was? Da muss ich mal gucken jetzt. Also. Fee? Was? Süden? Ich habe mir extra hier, ne? Ich weiß auch von anderen, dass sie sich extra irgendwie was gegen Drachen vorbereitet haben. Nee, das ist was anderes. Das will ich aber auch. Was? Also, Warum ist das? ja, ich suche mal Mitspieler. Ihr hört mich jetzt wieder, ja? Lieber Chat? Liebe Mods? Alles wieder in Ordnung? Gut. Gift war gut gegen Feen, ne? Ah, schön. Die brauchen eh noch ein bisschen. Was macht man denn am besten gegen den Kampf? Ne, Kampf war auch andersrum, ne? Mein Delay ist auf jeden Fall etwas größer. Ist? Der reinschreiben, eine Sekunde später hat Zach das schon geschrieben. Ja. Ich habe ja den Stream jetzt neu gestartet. Theoretisch, wenn er jetzt F5 drückt, sollte der Delay weg sein. Ich glaube, wir sind zu viert, glaube ich. Das ist hier irgendwie sehr buggy. Der ist übrigens ein Knuddelluft, ne? Von weg jetzt, verdammt. Hätte ich eh nicht gebraucht, glücklicherweise. So, eigentlich wollte ich Turak haben, hier, als Raid. Nicht das da. Ja, der hat einen shiny Pinguin. Aha. Ne? Alter, Matschbombe ist schon kaputt, der Gegner. Okay. Ja. Sehe schon, mein Team ist strong. Die Japaner und der Pingu. Er wird mitgenommen. Nice.
Mimigma. Nehmen wir auch mit. Ein Pokédex, ne? In diesem Spiel gibt es 400 Pokémon. Wollt ihr wissen, wie viel ich schon hab? Dankeschön. Ja, ist gut. Mein Team aufgenommen. Nein, nicht in mein Team aufnehmen. Mein letzter Teamplatz muss frei bleiben für mein Reittier-Pokémon-Ding. Jetzt mal dich hier irgendwo hinsetzen. So. Ich habe mittlerweile. Mir fehlen nur noch 8 Pokémon. Und das sind genau die 8, die ich aus der anderen Edition kriegen muss. Die letzten, die aus dem Krater in der Mitte da stammen. Und dann bin ich durch. Alles, was ich hier kriegen konnte, habe ich tatsächlich gekriegt. Und ich hatte mich ja schon abgesprochen mit Reclaimer, dass wir da irgendwie diese Editions-Pokémon hertauschen. Heißt, ich müsste nur noch darauf warten, dass er dann soweit ist. Mal gucken. Ja, aber eilt ja auch nicht. Es ist kein Glurak. Wie finde ich denn hier Gluraks, diese besonderen? Oder ist das erst ab morgen dann, weil in Japan die Uhren irgendwie einen Tag falsch gehen? Gefühlt. Da sind noch Event-Dinger. Dann gehen wir da mal hin. Ich könnte. Oder. Ich sollte. Ich wollte nur die. Ah, das Menü aufmachen. Bitte. Hier gab es doch auch so ein News-Ding. Also wenn, dann steht's da drin. Wenn sich da irgendwas nochmal geändert haben sollte. Ja. Season läuft, Regeln für Serial. Ja. Fange einen Glurak mit dem Titanenzeichen. Aha. Ja. In schwarzen Kristallen erscheinen. Die Glurak, die während dieses Events erscheinen, verfügen über Terra-Typ-Drache, was zu imposanten Gegnern macht. Arbeite mit Freunden zusammen, das mächtige Terra-Kristall-Pokémon ins Wanken zu bringen. Dieses besondere Glurak kann nur einmal pro Speicherstand gefangen werden. Wenn du bereits gefangen hast, kannst du weiterhin in Terra-Raids gegen dieses Glurak antreten, um zusätzliche Belohnungen zu erhalten. Ach hier, guck mal. Fange Florges und Mimigma, um leichter gegen Glurak anzukommen. Während des Events kannst du Florges, Mika in Terra-Raids mit 4 und 5 Sternen antreffen. Die Terra-Raids der Pokémon werden unterschiedlich, was? Unterschiedlich sein. Wenn du es schaffst, sie zu fangen, stehen sie als mächtige Mitstreiter zur Seite. Das ist interessant. Dass man bei den Raids das da fangen soll. Welches Level bist du denn? Wie geht denn das? 45, ja, das ist jetzt nicht so hoch. Um dann gegen das Glurak eine bessere Chance zu haben. Das könnte tatsächlich funktionieren, ja. Naja. Naja. Florges? Nee, warte. Karte. Ja, aber das heißt, wir haben keinen Glurak auf unserer Karte. Sehe ich das richtig? Was muss ich denn dafür tun, damit das Glurak erscheint? Muss ich einfach nur Terra-Raids abklappern, damit dann neue Sachen bekommen? Ja, ich guck mich mal um. Ja, ist nicht gut, wenn man das als Vorbereitung macht, dass da diese Pokémon, dass diese Pokémon auftauchen. Und dass man das dann danach machen kann, so, dass man das auch trainieren kann, das Pokémon. Oder du machst halt, weiß nicht, 6 Sterne Raids oder 5 Sterne Raids damit. Dann haben die halt ein hohes Level direkt. Und du kannst sie nutzen. Naja. Ich habe vor, mit dem Motorrad auf jeden Fall gegen das Glurak anzutreten. Ist schon, ist halt das Legendary. Ist schon ziemlich mächtig.
bist das. Würde ich das auf der Karte sehen? Oder muss ich jetzt wirklich nur alle Drachenblades abklappern und einer von denen ist es dann? Ist jetzt hier so ein Florges? Nee, ist auch ein Mimikma. Hm. Keine Lust. Ich habe schon Lust, so ein bisschen Terra Raids abzuklappern, aber weiß ich nicht. Ich finde die Terra Raids auch eigentlich nicht so spannend. Das ist für mich so Content, den ich machen würde, halt während ich was anderes am Laufen habe. Nicht so wirklich als Stream halt. Noch mehr Mimikma. Florges ist so rein Fee, ne? Das ist kein schwarzer Kristall auf jeden Fall. Das sind sie nicht. Das ist nochmal Feuer. Den Abend noch. Ja, dir auch. Danke. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Gucken wir uns die beiden jetzt hier an. Ja. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Dinger nicht auch so krass leuchten, halt. Hab ich hier gegen Leute gekämpft? Gegen 7 gewonnen? Ja. Oh, nett. Nett. Ja, nee. Okay. Wir können auch gleich sonst in die Online-Funktion reinschauen. Schauen, ob wir in irgendein Raid reinkommen von wem anders. Dass wir unsere eigenen hier machen. Oh, viel nachgespawnt an diesen Federn. Ich kann übrigens nicht sagen, dass mir aufgefallen ist, dass sich die Performance verbessert. Wenn es läuft, aber ja. Ich glaube nicht, dass es besser geworden ist. Es ist ein, ja, Bojelin, ne? Ja, enttäuschend irgendwie. Ich dachte, ich brauche nur die Karte aufmachen und zack, ist es halt da, ne? Irgendwo. Ne, ich muss... Ah. Also absteigen. Kam vor mir. Ich gebe dir sogar noch ein paar Level. Ja, den Pokémon. Wir haben ja genug Bonbons. Ja. Wobei, er ist kurz vorm Level Up. Da müssen wir keine. Können wir dem auch hier 3 davon geben oder so? So, was ist Level 80? Jetzt Sonderbonbons. 15. Dann ist der Level 95. Das sollte reichen, oder? Gut. Donner. Nö. Nee. Interessant, was du alles lernen kannst. Hitzekoller. Mal kurz gucken, was das war. Das war ziemlich gut.
Abo-Ladung. Heilt sich dadurch, aha. Ladevorgang. Ja, brauchen wir alles nicht. Okay, dann würde ich noch AP Plus benutzen. Die Dinger sind super billig irgendwie. Eigentlich da drauf auf jeden Fall, aber das wollte ich jetzt gar nicht benutzen. Ja. Mach das mal auf 8 und dann machen wir das noch für Drachenpuls. Standby ist fertig. Gut. Terra-Ausbruch wäre auch okay. Gut. Dann. Ja, dann. Wir gucken mal, ob wir so ein Raid finden. Terra-Raid hier. Ich habe noch gar nicht geguckt, wie das in der Suche aussieht hier. Das mit den Terra-Raids. Zufällig Passwort. Das sind die, die ich hier sehe, ja? Toll. Und jetzt? Zufällig? Achso. Ich hab nicht. Ach, jetzt werde ich irgendwo zufällig reingelost. Toll. Na gut, dann ist das halt so. Ja, dann. Machen wir eben das Käferbären da platt. Käfer. Ach, eigentlich schön, dass du random irgendwo rein auch kannst. Siehst auch nicht die Pokémon der anderen, ha? Okay, warum nicht? Ich fand das ja schon merkwürdig, dass ich manchmal, wenn ich eine Gruppe aufhab, dann da Leute dazu kommen, dass ich dann die Leute nicht sehe, aber gut. Warum nicht? Soll das so? Da ist übrigens ein Linfu rechts da erschienen. Das Pokémon da unten fehlt mir noch. Das da, das das so imposant aussieht, dass er jetzt gewechselt hat. Dass jetzt schon wieder weg ist. Bin gespannt, wann das Pokémon Community Game die Pokémon dazu addet. In die Datenbank, dass die auch noch gefangen werden können. Also die hier. Die Pokémon. Irgendwann wird das ja bestimmt auch kommen. Ah, da ist aber jemand besonders langsam mit dem Auswählen, ja? Dankeschön. Wow. Dankeschön. Software wurde beendet. Great fun. Ja, ne? Gut. Mit dem Innenteil verbinden. Kann nochmal einen Blick auf die Karte werfen. Ansonsten werde ich heute Raids grinden und oder gucken, wie man da rankommt an dieses
Lurak-Ding. Wenn ich heute Abend noch Zeit habe dafür überhaupt. Ach man, na gut. Mal schauen. Ärgerlich. Ich habe irgendwie erwartet, dass das anders läuft. Könnt ihr nochmal in die... Also, nein. Menü. Ich kann mich nie daran gewöhnen, dass Y, also der linke Knopf, ne, Viereck bei der PlayStation, das ist der Knopf, um die Karte zu öffnen. Warum? 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 Wer macht denn das dahin? Warum? Das macht gar keinen Sinn. Egal. Und aufs Motorrad steigen ist plus dann. Ganz merkwürdige Kiste. Ja, ich kann mich jetzt zu denen anmelden, wenn ich will, ne? Psycho, Kampf, will ich erst. Alles ist gut. Zufällig kann ich jetzt gerade nicht anmelden, weil ich hier rausgeflogen bin vorhin. Toll. Verbindung wird hergestellt. Oha. Kampf am besten, ne? Auch Trommel und dann wegklatschen. Denke ich. Denk mir gerade, hey, was braucht denn der eine da so lang? Aber der hat bestimmt genauso diese am Anfang diese Wartezeit beim Connecten, ne? Ach ja. Ja. Wow. Aber oh, wetten, dass ich auch gleich da rausfliege? Oh Mann, ey. Das heißt, sich das Programm gleich wieder schließt. Ach ja. Ja, ne? Lässt sich jemand ewig Zeit. Dann muss ich ja mal nebenbei mal googeln, wie man das mit den Lurak-Raids macht. Ja, danke. Reddit? Ach ja. Meine Augen. Okay. Mm-hmm.
E geschlagen? Aha. Achso, ich mein Dings da ist da jetzt drüber, ne? Warum durften die anderen eigentlich schon angreifen? Das verstehe ich nicht so ganz. Kann man da irgendwie was, wenn man sehr schnell klickt, machen? Wow. Ist vorbei schon, ja? Was? Was passiert hier gerade? Ich möchte bitte auch spielen. Ah. Darf ich? Warum ist das so schwach gewesen? Aha. Also. Ja, mit seinem Elektrokampf da. Der durfte direkt Bauchtrommel und danach auch noch angreifen. Weiß ich nicht. Ist das der Host gewesen? Darf der häufiger Sachen machen? Kann sein, dass der eine Runde Vorsprung hat oder sowas. Das wäre mir noch nie aufgefallen, ehrlich gesagt. Lamblitz. Der hat sich selbst gerade gekillt damit. Oh Mann. Ist er tot? Come on. Nehmen wir mit. Sterne. Sehr schön. Kein Spitze. Bericht bitte. Welches Level bist du denn? Müsste so 75 sein, ne? Geht das Level? Ja, unten links, ja. Ja, kann man was mit anfangen auf jeden Fall. Ring Ring, was? Was? Wie geht's, wie steht's, Theo? Hier ist Jim. Lieben Dank, dass du dich um die ganzen Terra-Raids gekümmert hast. Mit deiner Hilfe haben wir es zu verdanken, dass unsere Untersuchung langsam Form annimmt. Scheint fast so, als würde aus dem Schlund von Padea ab und zu an Terra-Kristallenergie freigesetzt, die sich auf die Kristalle auswirkt. Die Konsequenzen kannst du dir bereits denken. Kennst du ja bereits. Zudem hat sich ein Terra-Raid-Kristall, der von dieser Energie stark beeinflusst wurde, in einen schwarzen Kristall verwandelt. Aha. Das Terra-Kristall-Pokémon in diesem Schwarzkristall ist unfassbar stark. Ein durchschnittlicher Trainer hätte nicht einmal einen Hauch einer Chance gegen es. Und so überragend der Talent auch sein mag, dieser Raid ist selbst für dich schlicht und ergreifend eine Nummer zu hoch. Nein. Wenn du auf den Ort auf deiner Karte finden solltest, der Schwarzkristall ist zu gefährlich. Versuch also unter keinen Umständen an dem Terra-Raid dort. Hast du gehört? Mal sehen. Hey, ich mein's ernst. Das war keine Einladung. Tut mir echt leid. Dir nach all deiner Arbeit, den Wind aus dem Segel zu nehmen, es ist einfach zu riskant. Bleib dem schwarzen Kristall bloß fern, auf den ich dich jetzt extra nochmal hingewiesen habe. Denk an meine Worte. Ja, das ist sehr gut. Also gibt es jetzt hier irgendwo einen, ja? Das ist ein schwarzer. Aber wir brauchen einen schwarzen mit... mit Drachen. Da, das ist ein Turak. Nehme ich an.
Let's go. Ich einfach nicht vorher genug, nicht genug Raids gemacht oder so? Also die Option mit den schwarzen Kristallen nicht freigeschaltet hatte? Vor allem, ich frage mich auch, was das Unlichtding dann ist, was wir da gesehen hatten. Oder, na, in den News stand ja auch, dass, vielleicht mussten wir ja beide Raids einmal machen, einmal hier Mimikyu und einmal Florgis. Oder so. In den News stand ja auch, ja, um euch darauf vorzubereiten, ist jetzt das und das, ne? So, das ist mein eigenes Ding. So, erstmal das Wichtigste. Wir müssen uns schon mal mental darauf vorbereiten, welchen Pokémon wir benutzen wollen. Was passt am besten zu einem Glurak? Der normale Pokéball? Ja. Oder der Premierball wahrscheinlich. Okay. So, das Wichtigste haben wir abgehakt. Dann gehen wir in die Kampfform. Wir nehmen Miraidon dafür. Oh yeah. Oh yeah. Ich hab Bock. Ich hab Bock. Beliebig. Ey, wenn ich Glück habe, sind da eh irgendwie zwei Japaner dabei, die die einfach viel zu krass sind, die mich da durchcarryen. So wird es wahrscheinlich laufen. Ist halt. Wenn du Pokémon mit Random spielst, ist halt so. Ich habe gehört, bei Monster Hunter soll man ähnliche Erfahrungen machen. Ein Seemon erscheint. Ja, Xaxa brauchst du noch. Ja, da kommt niemand. Warum nicht? Ich kann es auch alleine probieren, ne? Das wäre auch spannend. Oh, ah. Der erste Japaner. Das Ding scheint echt beliebt zu sein, ne? Das Geist-Feuer-Ding da. Ich mag's auch. Ah, guck an. Warum gehen da Leute wieder raus? Interessant. Das ist ja merkwürdig. Warum gehen Leute wieder raus? Wollen die das Glurak nicht oder machen die das irgendwie mit einer bestimmten Strategie? Wie man so eine abgestimmte Party haben muss? Ich dachte, überhaupt in die Partys zu kommen, ist schon so ein Akt halt. Also in die Raids. Ja. Ich glaube, da werden uns jetzt gerade leere Randoms zugelost noch. Wir halt wenig sehen können. Ah, der ist anscheinend ready, ich sehe es aber nicht. Deswegen kann ich jetzt weit Beginn drücken. Na, kommt noch einer? Startet automatisch, ne? Wenn ich nichts drücke. Ja. Haben wir ein NPC dabei.
Schade, nicht shiny. Hm. Oh wow, ein ganzer Staraptor. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Hitzekoller. Ja, ist cool. Wie viel Schaden mache ich? Oh ja, ist gut. Damit kann man was anfangen auf jeden Fall. Aber der hat das gleiche Scheißen-Trick. Das ist gar nicht gut. Oh, das... Boah. Hat man hier für den mehr Zeit? Der Timer läuft so lange runter. Könnte sogar sein. Oh, was? So viel? Die Terra-Kristallisierung. Ich würde gerne die Terra-Kristallisierung nutzen. Ich kann nicht. Ja, ich weiß. Noch einmal. Ja, danke. Noch einmal angreifen. Dann können wir uns kristallisieren und dann hat er keine Attacke mehr gegen uns. Wenn wir dann auf Elektro gehen, ne? Ne, wir gehen auf Drachen, glaube ich sogar. Ja. Ja, ja, ja. Gib ihm. Lass den nicht feiern. Oh Mann. Aber es sieht auf jeden Fall gut aus, zu schaffbar. Jetzt nicht andauernd Leute sterben. Nicht gefangen? Hm? Ah, schon wieder kein Seemann. Sonntag. Huh. Aus, pui, lass. Böse. Wirkt jetzt Inferno ein? Was? Er gerät ins Wanken. Yay, wir haben ihn fast. Ich meine, er hat jetzt eigentlich schon kein Leben mehr, aber. Ne? Na komm. Gib mir meinen Glurak. Ich will es doch so sehr. Nice. So, dann wollen wir das mal einfangen. Olé. Das war jetzt dann doch recht einfach. Wir haben sogar mit so einem Random das gemacht. Okay. Ich habe kein Pokémon extra dafür gebreedet oder irgendwie Attacken noch von irgendwo gelernt und so. Nee, einfach das Legendary gegenwerfen. Passt schon. Sieht witzig aus mit den Kopfflügeln. Ja, ne? Boah. 7 Sterne Raid geschafft. Der TM bekommen. Ein Haufen Zeug, keine hörbaren Mysterie, aber sonst cool. Fähigkeitenpflaster. Dinge, Sachen. Voll nice. Danke, liebe Party. Ihr wart super. Ja, oh, cool. Kann ich jetzt noch mal häufiger machen, wenn ich Bock drauf hab. Neue TM. Lass uns das Baby mal rausholen. Du gehörst woanders hin. Ah, Level 100 ist der direkt. Mhm.
Ja. Bisschen klein, ne? Ansonsten. Also wirklich ein bisschen klein. So von der Größe her. Müssten die Schultern nicht etwa da sein, wo mein Kopf ist? So aufhören? Mit Zwergen von bekommen. Ja, ich glaube schon. Bericht. Wobei, wir könnten noch mehr sehen, wenn wir in die Boxenansicht gehen. Das wird die Indies ballern. Es hat sensationell. What the fuck? Das ist ein ganz fantastisches Glurak anscheinend. Das ist irgendwie überall über 28, ne? Ist Level 100 rausgekommen? Das ist crazy. Es hat Spezialangriff nach oben. Oh, das ist ziemlich gut, Prügelt sich gern, na schön. Kranker Mist. Nice. Ja. Ich bin auf jeden Fall zufrieden. Weiß nicht, ob ich jetzt noch ein paar mehr Raids mache. Das freut mich auf jeden Fall. Wenn ich in allem super gut bin, dann würde ich mich auch gern prügeln. Ist so. Wenn wir das hier machen, dich losschicken, damit du kämpfst. Achso, du bist niedrig HP. Ah. Ist hier Pokémon Center in der Nähe. Mal wissen, wie schnell der ist. Es gibt ein paar Pokémon, die sind halt super langsam beim Angreifen, wenn du irgendwas farmst oder so. Ist dann sehr lästig. Ah, der hat jetzt schnell gewirkt auf jeden Fall. Ich jetzt hier, ne? Folge mir. Na, komm. Jetzt. Ne, es gibt schnellere Pokémon. Sind's auch nicht langsam? Ah, kann fast sogar mithalten. Joa, aber der fliegt halt. Das ist schon ein großer Vorteil, wenn man hier so Pokémon abklatscht. Der prügelt sich gern. Schön. Ach ja. Ich habe schon gelesen, dass man daraus wohl keine Eier ziehen kann. Kannst also nicht die Vorentwicklung dir dadurch holen. Ja. So, dann kannst du das haben. Ja. Wir haben es auch nicht in Shiny bekommen anscheinend. Ich weiß nicht, wie das mit den Raids und Shinies ist, ob das überhaupt geht. Ja. Naja. Achso, wie sieht denn mein Pokédex-Dings aus? Dafür gibt es keinen Pokédex-Eintrag. Okay, naja, gut. Na gut, ist hier einfach nicht vorgesehen. Da denken sie sich auch nichts dafür aus. So kann man sich das auch leicht machen. Na gut, dann würde ich jetzt aber für heute auch aufhören. Die Tage werde ich auf jeden Fall noch meinen Pokédex vervollständigen, wenn ich dann mit Reclaimer tauschen kann. Ich habe hier sogar schon, ne? Hab hier sogar schon das bereitgelegt hier. Was ist das? Hier? Ne, ein weiter. Ja, da. Die hier, ne? Quasi die Box, die muss ich dann rüberschieben zu Reclaimer. Ich bekomme das Äquivalent dann zurück. So in etwa. Sehr schön. Cool. Gut. Morgen, wie gesagt, ist der Koop-Tag mit Xaxa um 12 und Reclaimer um 21 Uhr. Ich freue mich. Wenn ihr mögt, seid doch dabei. Ja. Vielen Dank für den Stream. Bitte. Also, wir gehen jetzt zu Lisa. Ich sehe gerade, sie startet, glaube ich, gerade Goat Simulator. Perfekt. Hat auch kein Intro, ne? Wie auch immer. Goat Simulator 3 ist bestimmt lustig. Lisa ist eine sehr angenehme Person.
Und man kann sich bestimmt mal gut berieseln lassen von Grid Simulator 3. Let's go. ich werde mir jetzt gleich was zu essen machen und euch noch einen schönen Abend. Bis dann!